Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde World of Tanks. Ich sitze im Minotauro, bin auf Airfield gelandet. Das Ganze jetzt hier gegen 9er und 10er. Keine Artis, ein Leid. Ist hier EWRler. Aber das auf Airfield eigentlich eher nebensächlich. Ich finde die Lights auf Airfield immer, also die haben halt nicht sehr viel zu tun. Es gibt nicht sehr viele Positionen, wo man ordentlich spotten kann und wo man dann auch tatsächlich Spot generieren kann. Es gibt natürlich hier und da ein paar Ecken. Muss man aber halt dann natürlich immer wieder glücklich sein und dann hoffen, dass das Team sozusagen auch dabei steht und dann sozusagen auf die Ziele schießen kann. Boah. Aber können wir jetzt auch erstmal links liegen lassen. Ich sitze im Minotauro, alles andere als jetzt hier ein Light. Ich ziehe hier direkt auf die Heavy-Flanke, nicht so wie sonst hier auf den Balkon. Da sitze ich ja als Med besonders sehr gerne, also mobiler Med. Ohne Panzerung, relativ hoher Tarnwert. Da kann ich mich hier rechts hinten ordentlich, also hier rechts vor mir, auf den Balkon tatsächlich hochstellen. Aber jetzt hier mit dem Minotauro viel zu langsam. Wäre ich da jetzt hochgefahren, ich hätte von jedem da einen Schuss abgekriegt. Und das brauchen wir nicht riskieren. Dann nehmen wir lieber jetzt hier so ein Schüsschen auf den E1. Hab hier natürlich eine ultra optimale Position. Gut, 2684 hat jetzt halt Luck, dass seine Kommandoluke auf der anderen Seite hockt. Dementsprechend gut kann er dort sitzen. Aber wenn wir uns das mal angucken, ja, er sieht von mir auch nicht wirklich viel. Er könnte halt versuchen, meine Kommandoluke zu treffen. Ich habe hier tatsächlich, kann ich meine Gandhi-Preschen hier gar nicht optimal ausnutzen. Und muss auch aufpassen, dass hier links halt keiner steht, der mir dann einfach mal in den Turm hämmert. Das ist ja seitlich bei Mino auf jeden Fall drin. Und jetzt ist halt hier dieses Wartespiel mit dem 2684 erstmal auf dem Tapet. Ich warte jetzt hier einfach, dass er kommt, weil jetzt hier irgendwie dämlich reinhalten. Ich weiß, ich kann ihn an der Unterwanne pennen, ich kann ihn an der Kommandoluke pennen. Der hat mal kurz Hallo gesagt, aber das ging mir viel zu schnell. So, wir müssen jetzt einfach hier warten und Airfield, ich sag's ja auch da jedes Mal, Airfield ist halt einfach eine Map, der sich bewegt, aus meiner Sicht, ist derjenige, der verliert. Und dementsprechend erstmal gechillt arbeiten. Der Cobra hat's auch riskiert, ist ohne HP-Verlust einfach mal hochgefahren. Und ihr seht's, wenn er da so komisch wickelt, gibt Momente, da ist die Pen-Anzeige auf grün. Dementsprechend könnte man's probieren. Aber wenn er einem die Kommandoluke zeigt, nehme ich natürlich lieber die. Weil wenn man die trifft, ist das auf jeden Fall ein sicherer Panshot auf ihn. So. Wenn er jetzt mitzieht, deswegen gehe ich jetzt auch schon in Reload. Ich habe jetzt gesehen, er braucht Ewigkeiten, bis er mal gucken kommt. Also kann ich in Reload gehen. Wenn er jetzt aber mitgezählt hat, dann denkt er, ich habe noch 4 Schüsse drin. Und so bin ich jetzt aber in 6 Sekunden wieder nachgeladen. Und mit sowas kann man hoffen, dass man den Gegner zu einem Fehler motiviert, weil sie halt zum Beispiel hoffen, dass man dann leer ist, dass sie vielleicht dann sozusagen vorfahren. Aber dafür hätte ich jetzt, das ist mir halt jetzt erst eingefallen, dass ich das hätte machen sollen. Ich hätte jetzt nach meinem ersten Schuss im Magazin zurückfahren sollen, damit halt diese Illusion aufrecht bleibt. Wenn ich zurückfahre, ist das ein Indiz für ihn, dass ich gerade im Nachladen bin. Also wäre halt die Möglichkeit, dass er dann halt versucht aufs hier, das mein 2684 steht ja auch direkt da, hat von ihm auch schon Schaden gekriegt. Also auf sowas, ne, so eine Spitzfindigkeiten, das kann man mal gucken, hat jetzt hier halt hier nicht so wirklich funktioniert, obwohl er jetzt einfach einen grandiosen Fehler gemacht hat. Keine Ahnung, warum man da so komisch gefahren ist. Aber er kriegt oft keine Medaille jetzt hier für Aktivität im Gefecht, muss ich sagen. Er wickelt da nur vor sich her. Ich glaube, geschossen hat er 2-mal bisher. Keine Ahnung, was ihm da jetzt sein Ding ist. Und so wie er da wickelt, glaube ich auch die ganze Zeit, dass ich ihn spotte, aber er mich nicht. So. Es auch Konk. Also, wir stehen potenziell 2 TDs, die... Na egal. Macht sowas nicht, ne? Eigene Schuld, er war absolut dämlich, der Kong. Hier ist 2684 und ich, wir sind hier dauerspottet. Und er fährt vor 2 CDs.
Das war auf jeden Fall PHP. Rechte Seite, weiß ich nicht, an sich, oh, der war edel. Rechte Seite, müssen wir mal gucken. Wir haben zwar da noch vier Panzer, also hier Leo E50, Cobra Grille, das ist ja gar nicht so wenig, aber wir sollten jetzt irgendwie mal gucken. Hat sich keiner groß bewegt, aber das Gegnerteam hat trotzdem schon ein Drittel der Panzer verloren. Wir schließen uns da gerade fast an. Ich merke gerade, nee, reinpushen ist noch zu früh. Hier hinten sitzen zwei TDs, irgendwo fehlt noch der FV. Cobra sitzt hier, also wenn wir pushen würden, würden wir halt vor uns die TDs haben, rechts von uns die Cobra und links von uns halt AE und T30 und deswegen dementsprechend da reinpushen ist nicht. Besonders wenn man auch nicht weiß, wo der FV ist, weil der kann dann so einen ganzen Panzer einfach mal rausnehmen. Sowas sollte man einfach nicht unterschätzen. Jetzt haben wir da auch hinten. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo der FV steht. Der hat hier gerade den Leo rausgefriemelt. Ich sehe halt leider keinen von den Eumel. Also FV steht hier hinten, das ist wahrscheinlich. Der hat hier gerade den Leo ja rausgenommen. Jetzt kommen wir her, 277. Weil der sollte da jetzt schon tatsächlich irgendwie raus. Im besten Fall geht der Cobra ihn einfach mal an. Das wäre auf jeden Fall drin. Kommen wir jetzt her. Genau, einfach stehen bleiben, Brudi. Einfach stehen bleiben. Zack, 537. Das war ein Schluck Kaffee. Oh, jetzt müssen wir hier erstmal kurz einen Moment warten. Ich überlege jetzt, ob man ihn irgendwie mit HE rausnehmen könnte. Ich werde auch gleich umladen. Da hat er gerade blind hergeschossen. Wenn mit HE, also jetzt mit Heat, ich muss ihn ja irgendwie an, trotz alledem, an irgendeinem Wegpunkt treffen. Damit er platzt, Oberwanne halt seitlich oder Kommandoluke und das mit der Gun auf die Entfernung. Das ist präzise nicht wirklich möglich. Dementsprechend gleich einmal auf HE umladen. Mit HE besteht zumindest die Möglichkeit, dass ich ihn als One-Shot rausnehme, egal wo ich ihn treffe. Also mehr oder weniger, egal wo ich ihn treffe. Ich muss ihn dann aber wenigstens nur treffen und gegebenenfalls reichen dann, also sind es dann halt zwei oder drei Schuss. Aber hier ist halt das Thema, ich muss ihn halt erstmal an der richtigen Stelle treffen, dementsprechend auf HE jetzt wechseln. Und währenddessen wir jetzt hier warten und ich mir dieses Spiel dann auch antue, auf jeden Fall noch ein kleines Entschuldigung, eine kleine Entschuldigung. Oh, da hatten wir richtig Glück. Da wissen wir jetzt auf jeden Fall, wo der FV steht. Kleine Entschuldigung für die letzten zwei oder für die letzten paar Tage. Waren ja jetzt nicht nur zwei, dass die Videos doch dann so unregelmäßig hochgeladen wurden von mir. Hatte halt einiges zu tun und hier und da ein paar Sachen hat mich halt eingenommen und danach wollte ich auch einfach mal ein bisschen Pause haben. Hab mir sozusagen zwei, drei Tage freigenommen. Aber geht jetzt hoffentlich einfach weiter den gewohnten Gang. Und auch so als kleine Entschuldigung, also ich weiß, es ist nicht nötig, aber trotz alledem, so als kleine Entschuldigung kommen heute wieder mal vier Videos anstatt nur zwei. Und ich hoffe, euch damit so halt ordentlich unterhalten zu können. Jetzt haben wir hier den Cobra, da müssen wir ein bisschen aufpassen, da ich jetzt gar keine Lust drauf. Ja, E kommt auch. Den könnten wir fast rausnehmen, aber ich glaube, das macht ja macht mein Cobra. Ah, jetzt bin ich noch aufgegangen. Das ist jetzt also wirklich unangenehm. Weil jetzt weiß halt auch der Cobra, dass ich zu ihm gucke. Und. Ich habe jetzt hier, mein 2684 fährt leider gerade weg. Dementsprechend habe ich null Support, also maximal das 704 hinter mir. Aber der kann nur bedingt hier reinschießen. Und dementsprechend, da regelt der FV nochmal einen weg. Ich muss jetzt halt einfach mal kurz hinne machen. So. Alte Position einnehmen. Ich kann von hier aus wirklich ultra gut diese Übergänge hier beschützen. Das rechte Kettenrad habe ich zu spät realisiert. Bei den ganzen Panzern habe ich das nicht gesehen. Also ich kann jetzt hier von hier aus halt alles sozusagen blocken. Die einzige Schwachstelle, die ich halt jetzt hier habe,
ist, wenn einer von links hinter mir oder von mir aus gesehen von rechts hinter mir kommt, hier von hier unten. Aber ich dachte mir, ich habe halt nur meine Grille noch hier und die müsste das sehen, wenn einer hier lang fährt. Also hätte ich genug Zeit. Mach das mal nochmal. Vielleicht können wir ihn ja. Naja. Haben wir da noch ein 704 und dieses Kanonenrohr nervt mich jetzt schon. So, schön nach unten fahren, damit meine Unterwanne safe ist. Trotz alledem hinter dem Panzer bleiben, damit er halt so wenig Schussmöglichkeiten hat wie möglich. Gegebenenfalls gibt er mir jetzt die Möglichkeit, ja. Und, schade. Direkt in Reload gehen. Er wird sich jetzt nochmal, also zweimal belegen, ob er dann nochmal pieken wird. Dementsprechend einfach mal die Zeit ausnutzen. Er braucht einen Moment, bis er sonst irgendwo ist. Und jetzt dachte ich, ja, okay, den T30, scheiß mal auf ihn. Aber die Cobra hat jetzt richtig bitterböse wehgetan. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war jetzt wirklich ein grober Fehler. Das war Hälfte meiner HP. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich hätte wirklich, bevor ich hier nach links fahre, hätte ich einmal überprüfen müssen. Ich hätte damit rechnen müssen. Ja. Der Schuss war richtig wichtig. Als Herr hier T30. Nein, natürlich prall ich ab. Oben haben wir jetzt auch einen Streetswagen. Also weiter angreifen ist nicht. Das blockt der Streetswagen jetzt. Der war wichtig, vielen Dank. Ja, wenn ihr gemerkt habt, als der Streetswagen mich beschossen hat, hat auch der 277 auf mich geschossen. Dementsprechend muss ich hier die Posi wechseln, auch sofort wieder in Reload gehen jetzt. Einfach nur um jedes Mal, wenn ich irgendwo ein bisschen Atempause sehe, mich sofort wieder nachladen. Im Minotauro ist das absolut möglich. Mit 21 Sekunden ist der Reload echt nicht groß, also echt nicht lang. Und in so einer Situation, ich weiß, die fahren nicht straight drauf. Ne? Er ist One-Shot für mich. Wird er nicht machen. Der Streetswagen wird oben wahrscheinlich auf dem Balkon bleiben. Weil wir hier noch 704 und Grille haben. Das traut er sich nicht. So, und jetzt macht der T30 hier einen Fehler und bleibt einfach stehen. Hat es zwar probiert, damit ein bisschen die Kanone hoch, also einen Turm halt anzuwinkeln. Aber das reicht nicht aus. Vierter Kill. Die kommen und gehen, die Gegner. Ah, der Schuss auf den Cobra war wirklich extrem wichtig. Der durfte nicht noch ein Magazin rausprügeln. Der musste sozusagen platzen. Und jetzt überprüfe ich, ob mich der Streetswagen hier spotten kann. Weil ich kann mich im Moment nicht groß bewegen. Nach rechts ist nicht drin, weil der Streetswagen mich sonst spotten wird, höchstwahrscheinlich, wenn er noch in dem Busch drin ist. Also so wie ich hier rüber fahre, kann mich der Streetswagen, wenn er da noch steht, halt dann spotten und beschießen. Und mit ein bisschen Glück bin ich sogar in einem One-Shot-Bereich. Dementsprechend lassen wir das einmal. Das war natürlich ein Fehler. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber 704 ist zur Stelle und gibt ihm erstmal 649 in die Seite rein. Leider kein Spot dafür gekriegt. So, kurz zugehen. Jetzt haben wir schon keine Zeit mehr, weil irgendwer ins Cap gegangen ist. Geh mal vom 277 aus. Keine Ahnung, was die Grille da hinten macht. Also die ist wirklich komplett sinnlos gerade. So. Und da wir jetzt halt hier, wir müssen halt vorankommen. Der Streetswagen muss weg. Ansonsten werden wir wahrscheinlich hier outcapped. Und ich muss halt jetzt sozusagen das riskieren. Hatte gehofft, dass das 704 halt nochmal schießen kann, war aber nicht so. Also musste ich es halt jetzt, wie gesagt, einmal riskieren. Und jetzt hoffe ich einfach, dass Grille und oder auch 704 sich endlich bewegen, weil ich werde zu langsam sein. Die beiden sind aber relativ fix, die hätten sich auch schon viel früher bewegen können. Also 704, spätestens als er gemerkt hat, Streetswagen geht nicht mehr. Grille, ich glaube, die wollte einfach nicht mehr mitmachen. Da ich eh zu langsam bin, probiere ich es auch gar nicht erst und fahre jetzt hier in mein Freitod, solange ich nicht weiß, wo der LV ist. Wie gesagt, ich brauche es halt nicht probieren, wenn ich weiß, ich schaff's nicht. So, LV geht links auf.
Leider bleibt das 704 stehen, verschießt. Als Pech haben platzt er auch noch. Ne, wunderbar. Der geht daneben. So. Jetzt mache ich wieder einen Fehler. Ich hätte gleich nach links fahren müssen. Auch wenn ich weiß, dass halt 6 Sekunden keine Zeit sind, um jetzt hier den FV noch zu erledigen. Aber ich hätte vielleicht noch einen Schuss rausgekriegt. Einfach nur Schadensmaximierung an der Stelle. Leider ein Unentschieden jetzt an der Stelle geworden, aber ich denke doch ganz gut verteidigt. Neuerung bei Airfield, also Neuerung kann man ja schon fast gar nicht mehr sagen, aber Map-Änderungen bei Airfield gefallen mir doch immer mehr, besonders halt für Panzer, die Turmpanzerung haben. Ich glaube, dass da wurde auf der Map dann halt dahingehend dann wieder Wert gelegt, dass diese Panzer dann auch dort halt performen können. Ist ja nicht so, dass es da nicht genug Maps schon gibt. Aber nehmen wir dann so, wie es kommt. Wenn wir einen richtigen Panzer sitzen, machen wir das natürlich gerne mit. 5 Kills konnten wir abstauben, 5330 Schaden machen. 1790 sind hier jetzt gebounced und 379 haben wir unterstützt. Das Ganze hat jetzt hier leider nur fürs Überlegenheitsabzeichen Stufe 3 gereicht. Aber zumindest für... Ne, erster Platz ist das nicht. Für den zweiten Platz mit 717 XP. Trefferbild ist Minotauro-like. Da kann man nicht großartig was erwarten. Fast jeder hat gehittet, aber also gerade mal die Hälfte hat Schaden gemacht. Also ist normal. Sehe ich auch, obwohl ich sehr viel Heat mit dem Ding schieße. Und so sieht jetzt hier auch die Credit-Bilanz aus. Mit 75.371 Credits im Minus bin ich jetzt hier rausgegangen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Ich konnte euch ein wenig unterhalten. Wir sehen uns dann das nächste Mal.